Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute vergleiche ich das Asus ZenBook, eines der ersten Ultrabooks, mit dem MacBook Air, das ja sozusagen die Kategorie der Ultrabooks, wie sie inzwischen von Intel genannt werden, ursprünglich mal gegründet hat. Das MacBook Air gibt es ja schon seit ein paar Jahren, inzwischen aber auch nur noch mit SSD und neuester Sandy Bridge Hardware drin. Genau das gleiche verspricht das Asus. Um es gleich vorwegzunehmen, ich habe das Teil schon ausgepackt, ich konnte nicht mehr warten, bis die Kamera ready ist. Und das hat richtig Spaß gemacht. Inzwischen sind ja alle Hersteller dazu übergegangen, ihre Verpackungen zu designen und schick zu gestalten, sodass auch das Auspacken Spaß macht. Was mich beim Asus wirklich erstaunt hat bzw. erfreut hat, war das Zubehör bzw. in Form dieser Tasche hier. Gehört einfach so dazu, hat hier einen schicken magnetischen Anschluss und wenn ihr das, ich pack das mal aus, wenn wir uns das mal angucken hier, ist also auch hier gestärkt, kann man ohne Probleme das drin reintun und dann eigentlich im Rucksack reinschmeißen und braucht keine Angst zu haben. Gehört dazu, finde ich einen coolen Zug von Asus. Netzteil war noch dabei, sieht ein bisschen aus wie ein iPhone-Ladegerät. Witzigerweise, wenn ihr hier guckt, da sieht man hier den Code der Windows 7 Professional Edition, die dazu geliefert wird. Den haben sie hier drauf geklebt, weil an dem Gerät, das wäre echt schade gewesen, da noch so einen Kleber ranzupacken. Und dann haben wir hier, da komme ich nachher noch dazu, haben wir hier dann noch zwei Adapter, die mitgeliefert werden. Das ist USB auf LAN. Für einen LAN-Anschluss, der hier nicht eingebaut ist, plus noch ein Mini-VGA auf VGA, damit man noch das an einen Beamer hängen kann zum Beispiel. Ja, schauen wir es uns mal von außen an. Gebürstetes Aluminium. Ups, so, gebürstetes Aluminium, super schick, sehr leicht, 1,2 Kilo, absolut vergleichbar mit dem MacBook Air. Sieht sogar noch eine ganze Ecke schicker aus, kann aber auch daran liegen, dass ich mich halt ans Design des MacBook Airs inzwischen schon so etwas gewöhnt habe. Demzufolge kommt mir das jetzt natürlich im Moment gerade sehr spannend vor, hier das Asus. Was haben wir da sonst noch? Ist alles Alu, also kein Plastik, rundherum. Wir fangen mal da drüben an. Auf dieser Seite haben wir USB 2, wir haben einen Headphone Jack und so einen Multicard Reader, der SD-Karten, MMC-Karten und so weiter lesen kann. Vorne haben wir nichts, unten haben wir auch nichts. Selbstverständlich, wie bei den meisten Ultrabooks, kein wechselbarer Akku. Das ist nicht dafür gedacht, hier irgendwas zu öffnen. Und auf der Seite haben wir hier einen Mini-HDMI-Anschluss. Hier haben wir den besagten Mini-VGA-Anschluss und da haben wir einen USB 3-Anschluss. Das ist ziemlich cool. Der Chipsatz unterstützt USB 3. Schade eigentlich, dass Asus nur auf einer Seite USB 3.0 rausgeführt hat. Das wäre kein Problem gewesen, das auch hier zu tun. Weil gerade der USB 3.0-Anschluss hier, der liegt direkt neben dem Ladeanschluss. Wenn man hier das Netzteil einsteckt, kann es passieren, dass man diesen Anschluss verdeckt. Das war ein bisschen uncool. Wenn schon, hätte man den vielleicht besser auf diese Seite genommen. Aber okay. Und hinten, ja, hinten ist nichts drauf. So, wir machen das mal auf. Tada! Und wer jetzt denkt, hä, ist jetzt das MacBook oder ist das jetzt eben dieses Asus? Das ist natürlich klar. Alle orientieren sich am schlichten Design des MacBook Airs. So macht das auch Asus. Das Ganze sieht sehr ähnlich aus. Wir packen hier gleich mal noch das MacBook Air dazu. Also ihr seht, wenn wir die jetzt hier so nebeneinander halten, sind auch praktisch identisch groß. Ihr seht das hier, da sieht man das relativ gut. MacBook Air, Asus. Einziger Unterschied, das Asus hat leider keine hintergrundbeleuchtete Tastatur, hat zwar so metallisch erscheinende Tasten, hat ein sehr großes Trackpad, welches ebenfalls auch gedrückt werden kann. Das ist analog zum Multitouch Trackpad des MacBook Air. Man liest im Internet derweilen, dass es Probleme mit der Genauigkeit dieses Touchpads hier gibt, beziehungsweise mit der Tastatur. Ich muss aber sagen, ich habe das Ding jetzt 48 Stunden und kann mich gar nicht beklagen. Das hat funktioniert hervorragend. Sowohl das hier wie auch die Tastatur. Vielleicht sind das Leute, die sich nicht gewöhnt sind, auf Tastaturen mit sehr schmalem Hub zu arbeiten. Ich bin mir das inzwischen natürlich von den Macintosh, von den Apple-Tastaturen absolut gewöhnt. Demzufolge, ich hatte keinerlei Probleme damit. Ja, was ist denn da drin? Da drin befindet sich bei beiden Geräten sehr fast identische Hardware, nämlich wir haben den Sandy Bridge, aktuelle zweite Generation Sandy Bridge Chipsatz mit Intel Core i7 in dem Fall. Das Asus gibt es auch noch mit Core i5, genau gleich wie das MacBook Air.
Also hier ist der Core i7 drin bei beiden mit 1,8 GHz getaktet. Der ist ein Dual-Core-Prozessor, der aber Hyper-Threading unterstützt und auch Turbo Boost. Turbo Boost geht bis 2,9 GHz. Also der kann sich da mächtig übertakten, wenn nur ein Core gebraucht wird. Das gleiche gilt natürlich auch fürs MacBook Air. Wir haben die Intel HD 3000 eingebaute Grafik, die sich bis 384 MB RAM vom Hauptspeicher abzwackt. Der Hauptspeicher ist bei beiden Geräten 4 GB, nicht erweiterbar, fest verlötet. Wir haben in diesem Modell von Asus eine 256 GB SSD von SanDisk drin. Wir haben hier im MacBook Air ebenfalls eine 256 GB SSD, die kommt von Toshiba, ist aber gelabelt als Apple-Gerät. Also ihr seht, die Hardware ist praktisch identisch. Wireless LAN, ABGN, aktuellste Standards in beiden Geräten vorhanden. Beide Geräte haben keinen LAN-Anschluss, der wird via Adapter nachgeliefert. Vielleicht bei dem Thema gleich mal vergleichen, was haben wir denn eigentlich hier für Anschlüsse? Beim MacBook Air, beim aktuellen, das ist der MagSafe-Ladeanschluss. Das hier ist USB 2.0, Headjack. Hier drüben wieder so ein Multicard-Reader, absolut genau gleich. Nochmal USB 2.0 und dann natürlich hier der Thunderbolt-Port, der gebraucht werden kann, um einerseits die Grafik rauszunehmen, andererseits natürlich auch als Highspeed-Schnittstelle. Das fehlt natürlich dem Asus, hat dafür USB 3.0. Im Moment, sage ich mal, macht es mehr Sinn. USB 3.0 gibt mehr Geräte, das wird sich aber ändern. Sobald Thunderbolt-fähige Geräte kommen, macht dieser Anschluss hier aus MacBook Air natürlich eine ganz wichtige. Wird das eine wichtige Rolle spielen? Sonst genau gleich, auch nicht abnehmbarer Akku, nicht gedacht zum Öffnen, kein optisches Laufwerk, bei beiden natürlich nicht. Und eben, wie gesagt, wenn man LAN braucht, dann muss man das mit Adaptern tun. Ich zeige euch mal den von Asus. Das ist dieses Teil hier. Sieht praktisch identisch aus mit dem von Apple. Der von Apple ist einfach weiß, aber genau gleich. Also USB 2.0, zack, einstecken und dann kommt hier LAN raus. Das heißt, wir haben 1000 Megabit, natürlich nicht Gigabit. Das schafft die USB-Schnittstelle nicht. Ja, und dann war hier noch dabei dieser Mini-VGA auf VGA-Anschluss. Das ist ein schöner Zug von Asus, weil bei Apple fehlen beide. Man muss beide für ungefähr 30 Schweizer Franken nachkaufen. Das ist uncool, wenn man ein Gerät für fast 2000 Franken kauft, dass man danach noch diese blöden Adapter kaufen muss. Aber ist halt typisch Apple. Asus ist da ein bisschen generöser und liefert da eben das schon dazu. Plus natürlich, wie gesagt, vorhin auch diese coole Tasche. Ich würde sagen, wir werfen die Dinger mal an. Das Asus, wie gesagt, es ist das Top-Modell. Das hat mich 1290 Schweizer Franken gekostet. Das MacBook Air 13 Zoll ist auch das Top-Modell. Hat mich ungefähr 1900 Schweizer Franken gekostet. Naja, noch wichtig, der Bildschirm. Beides 13 Zoll. Hier eine Auflösung von 1440x900 und hier, und das ist echt cool beim Asus, eine Auflösung von 1600x900. Also das ist schon ganz klasse. Jetzt machen wir da mal, ich will hier nicht unbedingt speedmäßig vergleichen, aber wir können die mal gleichzeitig hochstarten. Dann drücken wir da einfach mal drauf und gucken mal, dass die beide da starten. Zack, Hokus Pokus. Okay, Windows wird gestartet, steht da schon mal. Und beim Apple natürlich das gleiche, der übliche Apple Screen. Und ihr seht, die beiden Dinger, die sind einfach sauschnell. Zack, jetzt kann ich mich schon einloggen. MacBook Air auch. Also ihr seht, jetzt bin ich eigentlich schon ready. Das ist eine Geschichte von vielleicht 10 Sekunden und dann kann man da loslegen. Es ist natürlich einfach geil, muss man sagen. Wenn man einmal mit SSD gearbeitet hat, dann möchte man das nicht mehr missen. So, jetzt werde ich euch nicht mein Passwort zeigen, darum nehme ich das Ding mal kurz weg. So, wir loggen uns da ein. Moment, noch den schönen Kleber noch ein bisschen nach vorne, dass ihr seht, dass das ein eifrig.ch Video ist. So, und beim MacBook Air ist es grundsätzlich genau das Gleiche. Das kann man auch tun. Also, jetzt, wie gesagt, das Asus hat natürlich, ist jetzt hier ein bisschen dunkler eingestellt und hat natürlich vor allem einfach eine klasse Auflösung. Ich mache das mal zu, weil es geht eigentlich nur darum, die Dinger von außen zu vergleichen. Dann wollen wir uns das Asus sonst mal einfach anschauen. So, also, kommt schon alles pre-installed daher. Wie sieht das aus? Die Harddisk, die ist partitioniert. Ich zoome da mal noch ein bisschen ran, damit ihr das besser sehen könnt. Ein bisschen hoch. So, okay.
Also, jetzt seht ihr hier, wir haben da eine Partition mit 95 GB und eine mit 135. Das gibt dann zusammen so diese 250 plus minus Gigabyte Speicherplatz. Wir gucken uns mal an, was da drin ist in dem Ding. Wir gehen hier mal auf Eigenschaften. Dann seht ihr hier diesen üblichen Windows 7 Screen und da seht ihr zum Beispiel Leistungsindex 5,7. Das ist eigentlich saugut für so ein Ultrabook, für wirklich, für dass es so klein ist, so wahnsinnig flach, so leicht. Das ist schon klasse. Ihr seht hier Intel Core TMI 7, das ist die aktuellste Version des Intel i7 von 1,8 bis 2,9 möglich. 4 GB RAM, 64-Bit Betriebssystem, also Windows 7 Professional 64-Bit wird da mitgeliefert, mit Service Pack 1 natürlich. Ja, Asus hält sich einigermaßen zurück mit Tools, also sie verbasteln nicht das komplette Teil. Es gibt hier so, da oben gibt es so eine Geschichte, da geht es darum, dass man ein bisschen sieht, wann, wie lange das noch hält, wie lange das Standby noch sein kann. Die Akkulaufzeit kann man da umschalten, das sind jetzt 5 Stunden 44. Verschiedene Tests haben ergeben, das hält ungefähr 7 bis 8 Stunden durch. Ist von dem her gesehen ganz okay. Sehr vergleichbar mit dem MacBook Air, das hält so zwischen 5 und 7 Stunden, je nach Anwendung natürlich mal wieder. Ein kleiner Nachteil des Asus ist, dieses Netzteil hier, das braucht zwar sehr wenig Platz, aber es hat recht lange, dauert fast 4 Stunden, um den Akku zu laden. Das ist dann immer ein bisschen nervig, wenn man eigentlich unterwegs ist, da man den Akku nicht tauschen kann und schnell mal wieder Power braucht. Dann kriegt man dann das Problem, weil es einfach sehr lange dauert. Das ist ein bisschen schade, vielleicht ein größeres, ein stärkeres Netzteil wäre da auch noch gut gewesen. Aber okay, out of the box kommt halt dieses und das dauert, wie gesagt, fast 4 Stunden, um das Gerät komplett wieder aufzuladen. Ja, was können wir machen? Wir können uns mal zum Beispiel den Browser anschauen. Das ist bei mir immer die erste Aktion, welche ich tätige bei einem neuen Gerät. Ich schmeiße den Chrome-Browser drauf. Internet Explorer brauche ich nur, um den Chrome-Browser runterzuladen. Sonst für nichts. So, okay, ich hänge jetzt hier im Wireless LAN. Das funktioniert grundsätzlich eigentlich hervorragend. Habe dann hier mal meine Seite. Ihr seht hier, das Multi-Touch-Trackpad kann man natürlich auch entsprechend konfigurieren, dass man da scrollen kann mit zwei Tasten und so weiter. Das ist ganz ähnlich, wie das beim Apple-Gerät auch der Fall ist. Hier drüben das übliche Batterie, da sagt er jetzt 7 Stunden 44, 95% verbleibend. Ich habe es gestern Abend aufgeladen, also es ist eigentlich jetzt absolut aktuell. Man hat Audio, hat man von Bang & Olufsen, mit Bang & Olufsen zusammengearbeitet und etwas eingebaut. Das Audiosystem ist nicht schlecht, ist besser als man bei diesem flachen Gerät erwarten würde, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich damit jetzt wirklich rauschend lange Musik hören möchte. Aber ja, es geht. Also es ist okay, ob Bang & Olufsen, ob das viel ausgemacht hat zu anderen Geräten, kann ich nicht so recht beurteilen, aber im Allgemeinen tönen die alle relativ bescheiden. Aber ja, okay, es funktioniert. Ein Office ist natürlich auch noch drauf, Office 2010. Da kann man dann wählen, entweder man gibt einen Code ein oder man braucht die Starter Edition. Ich arbeite inzwischen fast nur noch mit Google Docs, von dem her spielt das für mich eigentlich keine Rolle, ist mir relativ wurscht, was da dran ist. Ihr seht, da drüben haben wir noch so ein Widget, das wir umschalten können zwischen Batteriebetrieb Batteriebetrieb und Netzteilbetrieb. Im Batteriebetrieb wird das Asus automatisch auf 800 MHz runtergebremst. Dadurch erreicht man natürlich diese 8 Stunden Laufzeit, ist aber dann halt auch ein bisschen langsamer. Kommt halt sehr darauf an, was man macht. Wenn man jetzt da Photoshop öffnet, empfiehlt sich das Ladegerät anzustecken, weil dann ist es einfach schneller. Und sonst halt, ja, fürs so einfach Surfen, Mailen, Bloggen reicht das natürlich völlig, ist das absolut kein Problem. Das Gerät selber ist sehr leicht, ist wirklich, liegt auch gut in der Hand, macht einen absolut super wertigen Eindruck, wie wir uns das von Asus gewöhnt sind. Ja, schon die Tablets wirken recht unzerstörbar, das ist bei diesem Gerät gar nicht anders. Also da bin ich extrem zufrieden mit, ist wirklich ganz hervorragend. Jetzt könnten wir natürlich mal noch die Helligkeit ein bisschen hoch. Ihr seht, da kommt dann gleich so ein schönes, so, da haben wir das noch ein bisschen hochgedreht, damit man das noch ein bisschen besser sieht hier drauf. Und das ist eben dieses Widget, das da drüben läuft. Dieses Battery Life kann man natürlich auch deinstallieren. Wir gucken vielleicht mal kurz
in die Systemsteuerung, was denn da so alles installiert ist drauf, Programme und Funktionen. Okay, machen wir das mal ein bisschen größer. Zack. So, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich zoome mal noch ein bisschen rein, damit ihr es besser seht. So. Also da ist natürlich schon, ich habe noch nichts installiert außer Chrome, aber da ist natürlich schon eine ganze Ecke von Tools drauf, wie ihr seht. Da unten übrigens irgendwelche fremdsprachigen Dinger von Microsoft, keine Ahnung. Windows Live, verschiedene .NET-Treiber und so weiter. Und dann halt hier oben von Asus hat schon noch was drauf. Web Storage, USB-Charger, Virtual Touch, Secure Delete und so weiter und so weiter. PowerWiz kann man natürlich auch deinstallieren, wenn einen das stört. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das Ding ist so schnell. Das reagiert so schnell bei allem, was man macht. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das drauf ist. Was halt ein bisschen schade ist, und das ist gerade im Unterschied zum MacBook Air, was ich jetzt natürlich nochmal hier hervornehme, dass die Tastatur nicht beleuchtet ist. Das ist so ein bisschen, ich lege das mal da drauf. So, und da sehen wir dann halt, Moment, das gleiche Thema, mal kurz einloggen. Da sehen wir dann halt, dass eben die Tastatur, wie gesagt, nicht beleuchtet ist, und das ist ein bisschen schade. Wenn es dunkler wird, das hätte dem Gerät hervorragend angestanden, wenn man jetzt hier noch eine Tastaturbeleuchtung eingebaut hätte. Aber wie gesagt, hätte, wäre, könnte, das spielt ja keine Rolle. Das Gerät ist auch so ganz klasse, ist nicht so schlimm, aber wäre halt schön gewesen. So, ich klinke mich da jetzt mal noch kurz in mein Wireless LAN ein mit dem MacBook Air. Der hat jetzt da gerade keine Lust gehabt. Kommt davon, wenn man die Firmware der Firewall updatet, dann kann es auch mal passieren, dass danach alles ein bisschen anders ist. So, okay, also. Was ich euch jetzt mal zeigen möchte, ist den Unterschied der Auflösungen, wenn wir das mal ein bisschen so angucken können. So, ihr habt jetzt hier eigentlich beide Geräte drauf. So, jetzt machen wir hier mal den Chrome-Browser auf. Ich mache mal alles zu. Die anderen Tabs schließen wir und dann gehen wir zum Beispiel mal auf spiegel.de. Gucken uns die mal an und jetzt machen wir mal das Gleiche hier auf dieser Seite. Gehen hier auch und jetzt machen wir hier mal Fullscreen, damit wir das auch richtig schön vergleichen können. So, spiegel.de, seht ihr, da war ich natürlich schon drauf. So, Hokus Pokus, jetzt wird das hier geladen. Okay, so. Und jetzt fahren wir da mal ein bisschen runter, damit wir da mal ein bisschen vergleichen können. Also ihr seht, hier spielt jetzt das gar nicht so eine große Rolle. Wenn ich da zum Beispiel mal Syrien-Aufstand, ich mache das gleiche mal hier. Ich gehe da mal hoch. Bis hier Verschwörungsticken, da habe ich hier sogar noch eine Ecke weniger drauf, was einfach daran liegt, weil ich hier im Moment von Line im Fullscreen-Mode bin, der mir natürlich noch mal ein paar Pixel zusätzlich generiert. Seht ihr das da? So. Und wenn ich dann da hochgehe, dann switcht er ja wieder runter. Mit diesem Symbol kann ich mir das auch wieder rausnehmen. So, dann sind wir da wieder auf einer normal großen Auflösung, sage ich mal. Das wäre jetzt vergleichbar. Also ihr seht, diese 1440 in der Breite zu den 900 sind es ja beides in der Höhe, von dem her, das spielt gar keine Rolle. Da müsste man eigentlich eine Seite nehmen, die etwas breiter ist. Ja, also das spielt jetzt in dem Sinn gar keine Rolle, was ich hier mache. Es ist eigentlich Quatsch, aber es sind halt schon ein paar Pixel mehr, die ich da beim 10-Book habe in der Breite. Und vor allem, was cool ist, wenn man das Ding mit anderen Ultrabooks vergleicht, gerade auch so die zuletzt auf der CES in Las Vegas angekündigten Geräte, Lenovo und Co., die ja jetzt Anfang Januar angekündigt wurden, die allermeisten haben nicht so eine hohe Auflösung, wie das Asus ZenBook hat. Also von dem her gesehen, das ist wirklich klasse, da kann man auch ein paar Tools nebeneinander oder Outlook im Superbreit-Modus, das macht schon Spaß. Ja, das war mal so ein kurzer Überblick. Ihr seht, die Geräte sind praktisch identisch. Eigentlich unterscheiden sie sich nur noch übers Betriebssystem, sage ich jetzt mal. Hier natürlich macOS Lion, das ist die aktuellste Version, 10.7 drauf. Hier Windows 7 Professional, Service Pack 1, also ebenfalls die aktuellste Version. Von dem her gesehen muss ich sagen, ich habe das erst 48 Stunden. Dieses Teil habe ich schon mehrere Monate. Das MacBook Air kommt bei mir immer mit. Ohne das gehe ich nie aus dem Haus. Man weiß nie, wenn man was blocken möchte. Und das funktioniert ganz hervorragend. Aber das 10-Book kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man Windows möchte, wenn man nicht Mac OS X haben möchte,
dann ist das eines der allerbesten Geräte im Moment, weil es ist hervorragend verarbeitet, es ist saumäßig schnell, es hält lange und ja, es ist halt klein. Man kann es wirklich in den Rucksack packen, da merkt man das zusätzliche Gewicht praktisch nicht, ist sozusagen gleich schwer wie das MacBook Air. Demzufolge entscheidet man hier, wenn man die beiden Geräte gegeneinander vergleicht, ist es eigentlich eine Frage der Betriebssysteme und was einem lieber ist, OS X oder Windows. Mir persönlich ist immer noch OS X lieber, klarer Fall. Aber trotzdem, das ist ein ganz klasse Gerät und ich werde das wahrscheinlich, wenn ich an den Mobile World Congress Ende Februar gehe, werde ich wahrscheinlich beide Geräte mitnehmen. Da habe ich nämlich das Asus als Backup, falls irgendwas passiert, wenn ich dort unten über die neuesten Gadgets blogge. Und das MacBook Air nehme ich einfach sowieso mit, weil ich es immer dabei habe. Das war Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und tschüss.